Wir schauen uns ein Beispiel an zur Müh-Sigma-Nutzen-Funktion und das Beispiel lautet wie folgt. Der Manager eines expandierenden Unternehmens erwägt den Kauf einer neuen Sparte und zur Auswahl stehen sechs Alternativen, die alle die gleiche Anfangsauszahlung erfordern und die erwarteten Einzahlungsüberschüsse sind allerdings unsicher. Der Manager orientiert sich nur an Erwartungswert und Varianz der Gewinne und für die Pläne A bis F gilt folgende Tabelle. Da haben wir halt eine Tabelle mit unterschiedlichen erwarteten Gewinnen und unterschiedlichen Varianzen je nach Plan. Und die Teilaufgabe A heißt jetzt: Ermitteln Sie grafisch die Menge der effizienten Lösungen, nehmen Sie dabei an, dass der Manager risikoavers ist und tragen Sie den Erwartungswert auf der horizontalen Achse, die Varianz auf der vertikalen Achse ab. Das machen wir jetzt mal. So, wenn wir die Punkte einigermaßen proportional eintragen, also meine Skalierung ist hier nicht so richtig proportional, aber die Lösung ist trotzdem erkennbar. Sie sollten das natürlich genauer machen. Aber wenn wir die Punkte abtragen, sieht das so aus ungefähr. Wichtig ist hier, dass wir uns Gedanken darüber machen, in welche Richtung denn bessere Lösungen sind. Die Richtung nach rechts steht für höhere durchschnittliche Gewinne, weil Mü ist ja unser Erwartungswert der Gewinne, also der durchschnittlich erwartete Gewinn eines Plans. Deswegen ist die Richtung nach rechts, bedeutet größere Gewinne und ist gut, das wollen wir. Und in Bezug auf Sigma-Quadrat gilt, dass die Richtung nach unten für weniger Risiko steht und von daher bevorzugt wird. Deswegen müssen die effizienten Lösungen die sein, die am weitesten rechts unten liegen. Okay. Und das gilt eben für die Punkte F, E, D und B. Die liegen so auf diesem Rand rechts unten. Das kann man so argumentieren, dass sie auf dem Rand liegen. Umgekehrt könnte man so argumentieren, dass man eben die dominierten Pläne ausschließt. Das geht eben so, dass zum Beispiel A, der Plan A kann nicht effizient sein, weil zum Beispiel Plan F sowohl weniger Risiko als auch mehr durchschnittlichen Gewinn bringt. Deswegen kann Plan A nicht effizient sein. Und genauso kann Plan C nicht effizient sein, wenn wir ihn zum Beispiel vergleichen mit Plan F. Plan F hat den gleichen erwarteten Gewinn von 120, aber weniger Risiko. Von daher ist Plan C dominiert und kann nicht effizient sein. Und wenn wir danach gehen, dann sehen wir eben, F, E, D und B sind nicht dominiert von irgendeinem anderen Plan, sind deswegen per Definition effizient. So, Aufgabenteil B lautet: Ermitteln Sie grafisch die optimale Lösung für den Fall, dass die Präferenzen des Managers durch die Nutzenfunktion U ist gleich μ minus 0,02 mal Sigma Quadrat darstellbar sind. Wir haben ja in der letzten Aufgabe mehrere effiziente Lösungen identifiziert, aber wir wissen nicht genau, welche Lösung optimal ist. Ne? Denn wir haben ja gesagt, F ist effizient, E ist effizient, D ist effizient, B ist effizient, aber zwischen denen können wir uns erstmal nicht entscheiden. Wir brauchen noch mehr Entscheidungskriterien. Und in dieser Teilaufgabe wird uns dafür die Nutzenfunktion gegeben. Die lautet hier μ minus 0,02 mal Sigma Quadrat. Wie Sie sich erinnern, benutzen wir eine ganz spezifische grafische Darstellung der Nutzenfunktion, um auf die optimale Lösung zu kommen, nämlich die Nutzeninterferenzkurve. Die Interferenzkurve ist, wenn Sie sich erinnern, die grafische Repräsentation aller Kombinationen von μ und Sigma Quadrat, die jeweils mit einem konstanten Nutzen verbunden sind. So, setzen wir den Nutzen einfach mal konstant bei c. Dann können wir eben schreiben, c ist gleich μ minus, und diese 0,02 schreibe ich mal als ein Fünfzigstel, weil ich das lieber als Bruch schreibe, mal Sigma Quadrat. So. Damit wir das hier grafisch darstellen können, in diesem Diagramm, formen wir das um nach Sigma Quadrat. Sigma Quadrat ist 50 mal c plus
Ups, sorry. Minus 50 mal C plus 50 mal μ. Formal gesehen, also das ist quasi die Form hier der Indifferenzkurven oder in diesem Fall Indifferenzgerade. Formal gesehen haben wir unendlich viele Indifferenzkurven, denn es gibt ja hier unendlich viele Werte, die wir für das C einsetzen können. Alle Indifferenzkurven haben aber gemeinsam, dass sie eine Gerade darstellen mit Achsenabschnitt minus 50 C und Steigung 50. Ne? Wie Sie sehen, das ist eine Geradengleichung. Ist ja allgemein sowas hier. Und Sie sehen, dass das die gleiche Form hat. Ne? Bloß das, also Sigma Quadrat hängt von μ ab. Linear. Außerdem wissen wir, dass höhere Nutzenwerte eine Indifferenzkurve weiter rechts unten bedeuten. Woher wissen wir das? Naja, ein höherer Nutzen, wenn c für einen konstanten Nutzen steht, dann bedeutet ein höherer Nutzen ja ein höheres c. Ein höheres c bedeutet aber, dass der Achsenabschnitt weiter unten sein wird, denn minus 50c heißt ja, wenn das c größer wird, weiter unten. Und bei gleicher Steigung, weil das C beeinflusst ja nicht hier diese Steigung, bei gleicher Steigung muss die Gerade dann weiter rechts unten verlaufen. Um jetzt die nutzenoptimale Lösung zu finden, schauen wir, welche der effizienten Lösungen, F, E, D oder B, uns den höchsten Nutzen ermöglicht. Und wenn man es hier korrekt zeichnet, dann erkennt man, dass der Punkt B ein kleines Stück hier nach rechts rausragt, so dass er, das ist jetzt ganz ungenau gezeichnet, sodass er die Indifferenzkurve berührt, die am weitesten außen, am weitesten rechts unten verläuft. Also nochmal zur Wiederholung, es gibt hier unendlich viele Indifferenzkurven, die haben alle die gleiche Steigung, plus 50. Und je weiter die Indifferenzkurve rechts unten liegt, desto höher ist der Nutzen, den diese Indifferenzkurve darstellt. Von daher suchen wir eben den effizienten Plan, der uns den höchsten Nutzen ermöglicht. Und das ist hier halt Plan B. Nochmal zur Interpretation. Punkt B ist der Plan, der von den effizienten Plänen das höchste Nutzenniveau ermöglicht.